Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du dir da oben diesen Apparat bauen kannst und wie du dir hier diesen Halter baust. Das hier ist das gute Stück. Das hier ist eine Schlitz- und Zapfenverbindungsmaschine. Damit könnt ihr Schlitz- und Zapfenverbindungen herstellen. Wie man die benutzt, zeige ich euch am Schluss vom Video. Wie man die baut, zeige ich euch jetzt. Naja gut, noch nicht ganz. Ich zeige dir erstmal, wie es aussieht, wenn die hier in meiner Kreissäge eingespannt ist. Das ist die Vorrichtung. Du siehst ungefähr, wie sie über die Maschine rutscht. Das ganze Teil läuft spielfrei über hier diese T-Nuten meiner Tischkreissäge. Falls das bei euch nicht spielfrei läuft, zeige ich euch, wie ihr das einstellen könnt. Hier an der Laufleiste. Dann könnt ihr hier euer Holz einspannen und könnt dann euren Zapfen oder euren Schlitz schneiden. Das Ganze geht über hier diese Linearführung. Die besteht komplett aus Holz, da werde ich dir genau zeigen, wie du das spielfrei hinbekommst. Und generell besteht hier dieses komplette Teil überwiegend aus Holz und hier ein paar Muttern und ein paar Schrauben, nicht viel mehr. Wie gesagt, du kannst ja damit Schlitz- und Zapfenverbindung herstellen. Das ist sowas hier. Und das geht mit dieser Vorrichtung richtig schnell, richtig gut, richtig genau. Und es macht jede Menge Spaß, das Teil zu benutzen, denn später könnt ihr euch daraus richtig stabile Gestelle zum Beispiel bauen. Es gibt hier von dieser ganzen Führung, die ich gebaut habe, auch Pläne. Die findest du in der Videobeschreibung. Da kannst du ja mal vorbeischauen, wenn du da Lust drauf hast. Und ansonsten geht jetzt mein Video los. Und das war ein richtig tolles Projekt und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem richtig tollen Projekt. Ihr seht ja, ich habe hier oben eine Sparkraube über meiner Kreissäge. Das bedeutet, ich muss da ein bisschen schauen, wo ich mit meiner Vorrichtung hinkomme. Und ich kann hier diese ganze Vorrichtung ein bisschen rausziehen. Dann hat die Vorrichtung auf der rechten Seite vom Kreissägeblatt Platz, um da auch hier in der Führung zu laufen. Verlaufen wir die Vorrichtung hier in dieser Nut im Tisch. Die läuft sehr, sehr genau parallel zum Kreissägeblatt. Und irgendwo da wird die Vorrichtung hinkommen. Und gemacht wird das Ganze aus Multiplex. Da habe ich auch hier unten noch ein paar Reststücke. Ich habe jetzt hier so eine Holzleiste zugeschnitten, das ist Eiche, die habe ich auch zu Beginn einmal zu klein zugeschnitten. Das wird die Führung für das Ganze sein. Und im Kantenschleifer habe ich es richtig schön auf Maß gebracht. Davor habe ich es gehobelt, aber das war nicht genau genug. Im Kantenschleifer könnt ihr schauen, wo noch ein bisschen zu viel Material drauf ist. Dann könnt ihr das ganz einfach wegschleifen. Ich habe jetzt hier so ein paar Holzteile zugeschnitten. Und da ist das hier, das Stück, was später auf dem Tisch befestigt wird. Das wird generell später die Linearführung. Und das wird später so auf den Tisch gebracht und das Brett kommt oben drauf. Und hier in diesen beiden Läufen wird es gleich laufen. Und damit das Ganze relativ gut läuft und da nicht zu viel Reibung ist, werde ich das jetzt erst ein bisschen hier am Kantenschleifer schleifen. Jetzt kann ich nämlich hier oben die Führung nochmal zusammenschrauben. Ich habe jetzt hier diese ganzen Oberflächen, auf denen später was laufen wird, schön glatt geschliffen, damit das auch schön rutscht. Boah, ist das nicht so kompliziert, was ich da gerade wieder mache. Naja, mal schauen. Und das kann ich jetzt so erstmal festschrauben. Das andere Stück kommt auf die Gegenseite. Das drücke ich jetzt leicht hier dagegen und schraube dann und bohre dann das erste Loch vor. Das ist jetzt das Stück, was wir eben schon zusammengeschraubt haben und das habe ich auch gerade noch mal geschliffen. Das läuft ja hier ziemlich spielfrei drin. Das habe ich jetzt auch ein bisschen dünner geschliffen, denn das muss ich auch weiter hier bewegen können, wenn hier oben diese anderen Hölzer draufgeschraubt sind. Deswegen habe ich das jetzt mal ein bisschen runtergeschliffen. Und jetzt können wir das auch wieder zusammenschrauben. Generell alle Teile, die aneinander vorbeischleifen könnten, habe ich ein bisschen geschliffen, weil das macht es einfach ein bisschen angenehmer. Und dann läuft es auch schon direkt ein gutes Stück besser, wie ihr jetzt hier seht. Also dieses Teil läuft hier drin.
Hier diese zwei Stücke verhindern, dass sich das Teil in diese Richtung bewegt. Und hier diese zwei Stücke, die wir jetzt hier draufschrauben werden, verhindern einfach, dass sich das Stück in diese Richtung hier bewegt. Sieht relativ kompliziert aus, wie ich zumindest mal finde. Ist aber vom Grundprinzip her echt simpel. Und ihr seht auch, ich habe das am Anfang nicht vermessen. Ich habe es per Auge draufgelegt. Und dieses Stück hier ist auch nicht genau parallel zu den Außenseiten drauf. Ist aber auch nicht schlimm, denn später muss ich oben eh alles einstellbar machen können. Und so haben wir jetzt ganz schnell eine Führung gebaut. Jetzt markiere ich mir noch hier die Schrauben, damit ich da nicht nochmal rein bohre gleich. Und dann können wir auch schon alles verschrauben. Hier ist ein bisschen Spiel drin, aber das sollte überhaupt kein Problem sein. Generell bei solchen Vorrichtungen gibt es immer eine Seite, da ist ein ganz bisschen Spiel drin und die andere Seite ist halt wirklich spielfrei. Und das ist in diesem Fall hier diese Seite. Und wir haben ja bei dieser Vorrichtung nicht so extrem viel verfarbigt. Deswegen ist es in Ordnung, wenn es da hinten ein ganz klein bisschen Spiel gibt, aber hier vorne nicht. Es ist immer noch Holzbearbeitung und kein Zehntel- oder Hundertstel Maschinenbau hier. Ihr habt gesehen, ich habe den Kantenschleifer jetzt schon richtig oft benutzt und ich werde nochmal benutzen, einfach weil ich es kann. Jetzt werde ich mich hier die Seiten noch einmal planschleifen, damit man einfach schöner mit weiterarbeiten kann. Ich finde, das ist bei so einem Projekt auch richtig wichtig. Das Ding da habe ich in einem Video gebaut. Das ist ein Dreiteiler. Ich verlinke euch mal den ersten Teil hier oben rechts im Video. Das hier ist ja unsere Führung. Die ist eigentlich mit am wichtigsten, damit das Ganze gut läuft später. Und hier seht ihr jetzt ein bisschen besser, dass oben dieses Teil läuft, auch wenn unten das auf den Tisch gepresst wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dafür habe ich einfach hier diese zwei Stellen ein Stück runtergeschliffen und dann funktioniert das auch. Dann will ich einen coolen Hebemechanismus haben, mit dem man dann die komplette Vorrichtung immer nach links und nach rechts schieben kann. Und das mache ich mit hier so einem Hölzchen. Und dafür soll dann ungefähr hier hinten die Drehachse sein. Und ihr seht dann jetzt schon, wenn ich jetzt hier den Hebel nach links drehe, wird das hier nach links geschoben. Wenn ich es nach rechts drehe, soll das Stück hier nach rechts geschoben werden. In der Idee mal bis jetzt. Aus dem Grund werde ich jetzt als erstes oben den Teil bauen, wo später auch die Holzteile, an die ich die Verbindung bringen will, herstellen. Hier wird ja später der Verstellhebel drankommen, deswegen kommt hier als erstes so ein Pufferstück. Das hier ist die obere Platte. Hier kommt auch später noch eine Quertraverse ran, damit es ein bisschen stabiler wird. Und dieses Stück hier will ich jetzt mit diesem hier verbinden. Das hier stellt jetzt mal die Kreissäge-Oberflächen dar. Und damit ich das jetzt schön plan und rechtwinklig verschraubt bekomme, spanne ich das jetzt einfach alles hier direkt auf meinen Frästisch. Dazu hole ich mir jetzt als erstes hier ein paar Schraubzwingen und zwinge das mal zusammen. Da kann ich jetzt zwei Löcher vorbohren und direkt eine Schraube reinjagen. Ungefähr die Mitte schätzen. Ich mache jetzt zunächst zwei Schrauben rein, aber später werde ich da noch ein paar mehr reinmachen, damit es ein bisschen stabiler wird. Das Ganze haben wir gerade so zusammengeschraubt. Ich werde es für euch mal rumdrehen und dann zeige ich euch, was wir jetzt machen. Hier wird später der Griff langlaufen, mit dem wir dann das Ganze verstellen werden. Also der wird hier drunter sitzen. Und aus dem Grund werden wir jetzt hier zwei Holzstücke herstellen, die hier als Andrückfläche dienen. Und die werden spitz sein, damit die immer nur an einem Punkt drücken und wenn nicht an einem Viereck drücken. Die werden wir jetzt herstellen. Und dazu muss ich mir erstmal eine Breite hier von meinem Griff definieren. So. Ja, machen wir mal 4,5. Als nächstes muss ich mir hier aus meinem Holzregal ein Stück Hartholz holen, denn ich werde mir ein Rundteil drechseln, wo hinten der Drehpunkt sein wird. Ah ja, mal was. Das müsste gut sein. Hier wird ein kleiner Zapfen dran kommen, damit ich das mittig auf dem Holz draufsetzen kann. Und der Zapfen wird um die 30 mm stark werden.
Dann stelle ich mir das hier einfach in meiner Schieblehre ein, hole mir den Schaber und weil ich den benutzen muss, die Messauflage ein bisschen runter und das passt. Hier kommt eine ganz kleine Phase dran, damit ich mich jetzt hier beim weiteren Bearbeiten nicht schneide. Und damit das Ding später schön plan mit der Außenkante aufsitzen wird, werde ich das hier so leicht hohl schneiden. Das ganze Teil muss 35 mm lang werden, deswegen stelle ich mir das jetzt erstmal grob auch wieder hier auf meiner Schieblehre ein. Und hier stelle ich mir bewusst 36 mm ein, dann kann ich mich gleich genau beifahren. Jetzt kann ich einfach hier mein Werkstück drehen und habe meine Linie. Und hier kann ich jetzt erstmal das Ganze abstechen. Jetzt halte ich die Maschine nämlich nochmal an und messe nochmal genau nach, weil das soll schon relativ genau sein. Was haben wir denn da? Jetzt haben wir nämlich 35,5 ungefähr, wie gesagt immer. Und jetzt können wir da noch ein ganz klein bisschen runterholen. Ich drücke hier das Werkzeug auch so ein bisschen nach links. Drehe es nach links ein bisschen ein, dass wir auf dem Plan um 90 Grad zum Mittelpunkt das Ganze jetzt schneiden können. Jetzt auch hier wieder direkt eine Phase. Hier machen wir bewusst eine größere dran, weil die später auch dran bleiben wird. Und das baut halt dann so auch ein bisschen schöner aus, die dann der Maschine. Das soll sie ja natürlich auch. Hier steht jetzt noch so ein kleiner Zapfen über, den werde ich jetzt noch schnell wegdrehen. Und wir haben unseren Stützen schon fertig. Und der sieht auch echt schön aus. Jetzt werde ich hier als erstes das 30er Loch bohren. Und dann unser Stützen reinkommt. Als nächstes kommt eine Pilotlochbohrung. Denn jetzt werden wir hier mit einem 15er Bohrer hier reinbohren. Damit wir hier die Schraube später im Holz versenken können. Ist zwar nicht genau, sollte aber funktionieren. So, und hier kommt nämlich dieses Stück drüber und da kommt nämlich hier dieses Stück drüber. Und zwar so. Und hier haben wir schon unseren Greifer. Das hier wird jetzt für mich auch wieder so ein bisschen Probierphase. Das hier sind so zwei Klötze, die habe ich zurechtgeschnitten. Das werden so die Andrückstücker werden. Denke ich mal zumindestens. Und zwar wird hier immer so eine maximale Auslastung sein. Und dann will ich ja natürlich diesen ganzen Schlitten nach links und nach rechts bewegen können. Und dafür sind jetzt hier diese zwei Stücke. Da werden im Prinzip solche Spitzen dran kommen. Und da weiß ich jetzt noch nicht genau, ob das wirklich funktionieren wird. Aber ich werde es mal ausprobieren. Und deswegen hier diese Klötze. Da werde ich jetzt jeweils die Mitte markieren und eine Spitze anarbeiten. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. So, das kommt hier drauf. Vom Winkel her stimmt das mal. Dann schraube ich den Klotz hier halt mal fest. Und jetzt noch das Gegenstück. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob das passt. Das drücke ich jetzt leicht bei und ich verschraube es einfach mal, dann sehe ich, ob es funktioniert. Ich habe jetzt meine gesamte Konstruktion ein bisschen überarbeitet. Am Anfang waren da hier diese zwei V-Blöcke, aber das hat nicht funktioniert, weil die gegeneinander angestoßen sind. Deswegen habe ich jetzt hier dieses Stück einfach draufgebracht.
das hier eine Schraube und die fährt hier in diesem Langloch und damit kann man jetzt hier diese ganzen Schlitten bewegen. Dann haben wir hier noch dieses Teil hier, da wird dann später das Holz dran gespannt werden, an das die Zapfen geschnitten werden soll. Und das werde ich jetzt hier mit verschrauben. Als nächstes will ich jetzt endlich mal die Führung auch an den Schlitten dran bekommen, weil dann kann ich ein paar weitere Tests machen und schauen, ob alles so passt, wie es im Moment ist. Dazu bringe ich das hier mal auf Ausgangsstellung. Die Position markiere ich mir jetzt an beiden Seiten, damit ich es dann am Frästisch wegfräsen kann. Ich stelle mir jetzt die Höhe von meinem Fräser ein. Ja, das ist jetzt eigentlich schon in Ordnung. Und jetzt natürlich noch die Breite. Jetzt komme ich einfach ein paar Schrauben rein und dann sitzt das auch schon. Ich habe gerade mal geschaut, wie gut hier dieser Schlitten durch die Führungsschienen rutscht und hier vorne klemmt er echt ziemlich extrem, aber bei da hinten rutscht er sehr gut nach. Ich habe mal gedacht, dass hier vielleicht Dreck auf den Führungsschienen ist, beziehungsweise hier dazwischen. Da bin ich mal mit dem Messer dran vorbeigegangen und dann habe ich einfach mal gemessen und habe hier vorne und hier ein 1/10 mm Unterschied. Das bedeutet, ich werde die Leiste jetzt nochmal rausholen und werde sie ein bisschen runterschleifen. Mich wundert es aber, dass hier so viel Verschleiß drin ist. Und das nur auf dieser Seite, hier ist kein Verschleiß. Es ist jetzt einiges an Zeit vergangen und ich habe hier noch ein bisschen an dem Ding weiter getüftelt. Und ich habe jetzt erstmal hinter der Kamera das Ding ausprobiert, damit ich auch sagen kann, dass es funktioniert. Es hat sehr gut funktioniert. Das hier ist so eines von meinen ersten Stücken. Da habe ich ein Stück Buche miteinander verbunden. Das ist noch nicht verleimt. Das ist noch ein bisschen strammer, die Verbindung. Aber ich bin gerade hinten eine... keine Fingerzinken, sondern eine Schlitz- und Zapfenverbindung am Verleimen aus Fichte. Ging richtig, richtig schnell, richtig gut. Und ich habe jetzt alles eingestellt. Ich habe noch eine Sache bemerkt, wo ich noch nachstellen musste. Das werde ich euch gleich auch zeigen. Aber bevor ich euch jetzt das fertige Ding zeigen werde, werde ich es nochmal auseinanderbauen, alles ein bisschen schleifen und dann lackieren, damit es auch ein bisschen geschützter ist und natürlich, dass es grün ist. Das ist natürlich super wichtig. Also für euch jetzt nochmal ein bisschen Farbe und dann zeige ich euch gleich nochmal den Zusammenbau. Und was dann sonst noch alles kommt. Es ist jetzt ein Tag vergangen und ich habe ein paar Teile wieder lackiert. Das habe ich getan, damit die ein bisschen glatter sind. Denn wenn ihr es einmal lackiert, ist es oft ein bisschen rau. Wenn ihr es dann ein bisschen abschleift und lackiert es dann nochmal, ist es richtig schön glatt. Und genau diese Teile müssen einfach glatt sein und wenig Reibung haben, damit hier die ganze Vorrichtung wenig klemmt. Und durch die zweite Schicht Lack ist das jetzt schon richtig schön glatt. Ich habe hier eine kleine Nase, die werde ich einfach mit dem Stemmeisen wegschneiden. Hier kommt jetzt einfach wieder die Schieberführung drauf. Als nächstes soll ich hier oben das Gegenstück vom Schieber und ich schaue erstmal, ob es auch ineinander läuft. Und das tut's. Das hier ist die weiteste Ausgrabung und die habt ihr normalerweise nie im Gebrauch. Ich sag mal, das hier ist so eine durchgängige Auslastung und das ist so gut wie spielfrei. Und damit das hier gleich richtig schön aufeinander rutschen kann, werde ich noch ein bisschen Dilbergleit holen. Das ist ein Gleitmittel, normalerweise für Maschinenoberflächen, aber hier funktioniert es auch. Kann ich euch wirklich empfehlen, gerade wenn ihr solche Vorrichtungen baut, benutzt und ihr werdet viel mehr Spaß haben, wenn ihr euch so ein Teil hier baut. Da kommt jetzt als nächstes eine Schraube durch. Hier kommt jetzt auch eine Schraube durch. Die ist nämlich hier für dieses Rundstück. Hier noch der kleine Knauf. Den kann man nämlich jetzt hier einfädeln. Und jetzt können wir hier dieses Stück alles mal festschrauben. Dann brauchen wir eine Unterlassscheibe und zwei Schrauben, die wir hier drauf kontern werden. Eine Sache habe ich vergessen. Jetzt natürlich kommt hier auch, bevor wir das Ganze verbauen, ein bisschen Silberglei drauf, weil es hier einfach eine Reibungsstelle ist. Hier kommt natürlich auch noch eine Schraube drauf, eine Mutter.
Und hier diese Mutter müssen wir jetzt so festziehen, dass wir da immer noch ein bisschen Reibung haben. Als nächstes kommt hier der Halter drauf und weil der bei mir nicht ganz rechtwinklig war, mache ich hier Beilagscheiben drunter, da kann ich das damit ausrichten. Und hier dieses Brett kann ich jetzt hier oben verschrauben. Als nächstes müssen ja noch hier diese kleinen Anschläge dran und da bringe ich als erstes hier diese Schlossschrauben von der anderen Seite hier durch. Ich kann jetzt hier meine Anschläge festschrauben. Ich habe mir gerade hier ein paar Kanthölzer zugeschnitten, ganz ganz simpel. Ich habe es einfach auf Länge geschnitten, habe es danach direkt durch die Dingehobelmaschine gebracht, habe es auf Breite geschnitten, habe es auf Breite gehobelt, damit ich auch ein feines Ergebnis habe, habe das Ganze anschließend auf Länge geschnitten und habe es dann am Kantenschleifer ganz schnell geschliffen. Wie gesagt, die Maschine habe ich auch selbst gebaut, gibt es auf meinem Kanal und jetzt habe ich fertig präpariertes Kantholz für meinen Halter. Und jetzt zeige ich dir, wie ich ganz simpel die Schlitze und die Zapfen anreiße, weil ich denke, meine Methode ist die simpelste überhaupt. Ich zeige es dir mal. Als zuallererst ist das hier das Seitenstück, das hier wird an die Wand geschraubt und hier wird später die Führung draufkommen. Und ich möchte, dass hier die Maserung durchgängig ist, deswegen soll hier der Schlitz rein. Das markiere ich mir jetzt mal zunächst. Ich schaue, dass hier jetzt nicht unbedingt ein Ast ist und markiere mir mal hier einen Schlitz. Als nächstes messe ich die Dicke vom Material. Ich mache das immer relativ grob, denn ihr werdet bei so einem Schlitz oder bei so einem Zapfen werdet ihr einen Millimeter Unterschied links und rechts nicht wirklich großartig erkennen. Solange es gleichmäßig ist, ist das nicht schlimm. Ich habe jetzt hier 33, knapp, deswegen werde ich jetzt den Schlitz anzeichnen und den werde ich einfach mit 11 anreißen. Damit ich das besser gleich an der Kreissäge erkenne, male ich hier dieses angerissene Stück aus. Jetzt markiere ich mir an jedem Kantholz, damit ich das auch gleichmäßig in die Vorrichtung reinsetze, einen Pfeil und der Pfeil soll einfach auf die rechte Seite von der Führung zeigen. Ihr könnt auch auf die linke Seite zeigen, aber ich zeige einfach immer ganz gerne auf die rechte Seite. Und ich kann jetzt meine Vorrichtung anhand von diesen zwei Anrissen einstellen. Hier haben wir auch schon die gute Vorrichtung. Und ich habe hier auch alles mit Silbergleit eingeschmiert. Jetzt läuft das auch echt gut. Ich hole mir jetzt mein Kantholz und stelle mir jetzt mal die Höhe von meinem Kreissägeblatt ein. Und das verstellen wir jetzt während dem ganzen Schlitzprozess oder dem Zapfenprozess, wie ihr das nennen möchtet, nicht mehr. Und ich lasse das Sägeblatt immer so ein ganz kleines Stückchen über das Holz hinausschauen, denn das Zusatzmaterial, was da hinten rausschauen wird, schleife ich später dann weg. Das passt, wir haben jetzt ungefähr einen knappen Millimeter an Übersatz, wie ihr es nennen möchtet. Und jetzt kann ich einfach hier mein Kantholz in die Vorrichtung einspannen. Als nächstes kommen wir zu den Anschlägen. Die müssen wir jetzt nämlich einstellen. Und als erstes werde ich den linken Anschlag einstellen und dazu schiebe ich einfach den Anschlag einmal ganz nach rechts. Denn wenn das Ganze einmal in der Mitte ist, dann hat es ein ganz, ganz, ganz klein wenig Spiel. Aber wenn das einfach mal ganz nach rechts schiebt und dann nach links, dann befindet ihr euch auf Anschlag und dann habt ihr kein Spiel mehr. Das ist der Trick generell bei solchen Konstruktionen. Ich setze jetzt hier den Anschlag und jetzt kann ich mich hier einfach gegen meinen Griff durch Anschlag bringen und gut festziehen. Jetzt fahre ich es rüber, schlage es nochmal hier dagegen, überprüfe das hier vorne am Riss, ob es immer noch auf der richtigen Position ist. Das passt einigermaßen und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. Falls das nicht passt, könnt ihr einfach den Anschlag wieder ein bisschen rüberbringen und könnt einfach nachstellen. Einfach ist es. Das passt jetzt soweit und ich werde jetzt mal den ersten Schnitt machen. Habe ich dieses Stück Holz ausgespannt und jetzt messe ich einmal nach, wie genau, wie gleich hier diese beiden Stücke sind, die sich hier ergeben haben. Das hier hat 11 und das hier hat 11,5, knapp. Das bedeutet einen halben Millimeter Unterschied und das bedeutet für uns, dass wir jetzt hier auf dem rechten Stück ein bisschen nachstellen, dass wir da ein bisschen weg
schneiden, damit die ungefähr gleich groß sind. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Und deswegen habe ich jetzt auch hier diese Pfeile drauf. So habe ich es einfach wieder in der richtigen Position und schneide nicht auf der falschen Seite was weg. Jetzt habe ich noch 2 Zehntel Unterschied und das ist in Ordnung. Das ist auch Weichholz. Falls da ein ganz, 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 ganz klein wenig Versatz ist, kann man es wegschleifen. Ihr könnt es jetzt noch ein Ticken genauer einstellen, ist aber genau genug. Und ja, das ist jetzt unser erster Schlitz. So sieht er aus. Jetzt übertrage ich einfach wieder mit dem Messschieber diese beiden Teile. Ich messe einfach direkt ab. Und reiße hier auch an. Und dieses Mal schneiden wir den Zapfen. Und ihr seht, die passen echt richtig gut zusammen, aber die sind noch nicht abgelenkt. Denn ich schneide immer die Zapfen mir nach dem Schlitz und falls der Zapfen dann noch zu groß ist, schneide ich einfach hier ein Stück Holz weg und dann kann ich alles mal probieren, ob es passt. Und wenn es dann noch zu groß ist, kann ich es noch nachstellen, ohne die Höhe vom Kreissägeblatt zu verändern. Aber jetzt werden wir erstmal hier diese Schultern runterschneiden. Und genau so sollte es aussehen. Ihr konntet jetzt sehen, für was diese Schlitz- und Zapfvorrichtung gut ist. Das hat richtig gut funktioniert, das ging richtig schnell und ohne diese Vorrichtung hätte ich das hier wirklich nicht machen können. Ich hätte zwar eine Eckeüberblattung machen können, ist aber nicht so stabil wie hier diese Verbindung und vor allen Dingen habe ich die jetzt nur 10 Minuten zusammengespannt. Jetzt kann ich sie schon an der Wand verbauen. Wird jetzt über Nacht austrocknen und dann ist das Ding morgen richtig stabil. Warum ich das hier so gemacht habe? Ganz klar, ich werde mir noch eine Langlochbohrmaschine bauen. Ich weiß noch nicht wann genau, aber ich will eine Langlochbohrmaschine, damit ich die Zapfen schneiden kann, für hier auch in so ein Brett was einzulassen. Ich will einfach so eine Maschine haben. Ich werde das Teil jetzt an die Wand schrauben. Ich freue mich richtig. Es hat richtig gut funktioniert. Wie gesagt, ich bin richtig happy mit dieser Vorrichtung. Und jetzt kommt das Teil hier an die Wand. So, Dilly. So. Wenn ich meine Vorrichtung jetzt mal nicht brauche, kann ich sie einfach hier oben draufstellen. Endlich fertig. Die Schlitz- und Zapfmaschine hängt jetzt da oben. Wenn ich sie brauche, kann ich sie holen. Wenn ich sie nicht brauche, hat sie einen guten Platz. Da fällt sie auch nicht runter. Da kann ich nicht irgendwie dagegen stoßen. Ich bin richtig happy mit diesem Konstrukt. Pläne findest du in der Videobeschreibung, falls du darauf Bock hast. Und ja, ich glaube, das war ein relativ langes Video heute. Und du kannst mir mal in die Videobeschreibung, du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, wie das Ganze gefallen hat. Wie gesagt, mir gefällt es richtig gut. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao.